Jo, und dann wollen wir mal gucken. Wir wollten. Die, war die das? Nee, das ist der mit Lori. Dafür müssen wir aber nochmal unsere Party ein bisschen umorganisieren. Wer konnte denn mitnehmen? Es war nur die Tänzerin, ne? Gruppe wechseln. Ophelia auch? Beide noch nicht sonderlich stark, aber was hatte Ophelia denn sonst noch für Skills? Ophelia, Stäbe, Zauber. Ach, das war die Heilerin, ne? Dann würde ich bald sagen, wir nehmen Ophelia mit. Und wen nehmen wir denn raus? Tyrion? Ja, nehmen wir Tyrion erstmal raus. Und schnappen uns mal die Else hier. Jo. Möge die Flamme euch den Weg weisen. Der Glaube ist ein. Ja, bla bla bla. Das sagt eh immer das Gleiche. So. Jetzt müsste ich bloß gleich wieder zu der Höhle finden. Ich hoffe, ich finde sie. Moment. Können wir da nicht schnell reisen hin? Nee. Das wäre natürlich optimal. Leider nischt. Na gut. Gehen wir mal vorsichtig, dass wir vielleicht nicht so ganz viele Encounter kriegen. Hat sie noch irgendwas, was wir noch machen können? Fertigkeiten technisch. Yo. Lumineszenz fügt allen Gegnern Lichtschaden zu. Okay, das ist gut. Mehr heilen. Abwehrschläge gewährt einem Verbündeten die Fähigkeit wiederbeleben. Nehmen wir Lumineszenz dazu. Und dann hat sie auch eine neue Hilfsfertigkeit. Beharrlichkeit. Alle Status verbessern, die ihr bekommt, halten eine weitere Runde an. Okay, cool. Ja, mal gucken, ob die Quest überhaupt so geht. Ich weiß es ja gar nicht, ob das so ist, dass wir Noelle mitnehmen müssen, um uns das anzeigen zu lassen. Um das zu erfüllen. Ich hoffe einfach mal. Und wenn nicht, werden wir es ja sehen, dann gehen wir halt wieder zurück in die Stadt. Trotzdem ein bisschen was gemacht. So, hier speichern wir einmal, falls es ein bisschen kritisch wird unterwegs. Können wir gleich nochmal gucken, ob wir irgendwas übersehen haben, aber ich glaube, wir waren relativ sorgfältig letztes Mal. Let us beginnen. The logical course of action. A tempest of ice shall rain. So, haben wir gleich schon mal zwei rausgenommen. Das ist gut. Out of my way. Well then. Lol. Okay, das lassen wir. Let my arrow fly in true. An interesting dilemma. Great inferno to scorch the land. Have at you. Watch my blade dance. Ach, guck an. Hätte ich das gewusst? Hä, was war das denn? Ach so, weil sie die andere Troller gerufen hat. Okay. Oh, Flames! Strange Rock!
Letting the hunt begin. The battle is true. Well then. Nee, 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 nicht Angriff. Ja, ja, ja. Das habe ich zum Schluss halt auch immer schon nicht gemacht, wenn die Gegner stark waren. Yes, das war die Lösung. Guckt euch das an. Seht doch da drüben. Das ist nur hier, wo ich jetzt weiß, dass ich relativ strong bin. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, hier zu suchen. Und doch ist dieses Objekt eindeutig antik. Lass mich mal das Moos abschaben. Eine Inschrift in Hochhornburgisch. Zum Glück bin ich damit gut vertraut. Nun, ich... Demnach hat einst das antike Reich Ferian über dieses Land geherrscht. Und mehr noch, hier steht der zweite Prinz von Ferian, sein Mann namens Beowulf gewesen. Weiter heißt es, dass Ferien sich im Krieg gegen ein befeindetes Reich mit den Adante-Rittern zusammenschloss. Prinz Beowulf führte die gemeinsame Armee im Namen seines Königs zum Sieg. Als Belohnung für seine großen Taten in der Schlacht wurde ihm das eroberte Land vermacht. Und so gründete er das Königreich Hornburg, dessen furchtlose Ritter das Land fortan beschützten. Katze, du nervst schon wieder. Das stimmt genau mit der Legende von König Beowulf überein. Nun, damit sei bewiesen, dass der große Mann kein Mythos war, sondern tatsächlich gelebt hat. Das ist der Durchbruch, nach dem ich schon ewig suche. Wie kann ich je dafür danken, Freund? Gib mir Geld und Stuff. Ich werde dieses Denkmal noch genauer untersuchen und dann meine Kollegen mit großer Freude als Dummköpfe bloßstellen. Bestimmt werden sich unsere Wege wieder kreuzen, falls du dieses Land weiterhin bereist. Bis dann, mein Freund. Stark. Jo, 4800 und eine harte Nuss. Das ist ja eine ganz schön harte Nuss. So, aber jetzt, hier haben wir das. Warte mal, das war Maya-Höhlen. Gibt's hier keine Höhle auf dem Weg? Unterirdisches Studierzimmer. Bis wo waren wir denn? Wir waren bis hier gestern, oder? Das heißt, wir können nach Svaki gehen. Da oben ist noch eine Höhle. Guck mal, die Raureifgrotte. Ja, aber wir gehen erstmal raus. Och, Katze, was ist denn mit dir los momentan? Du bist wieder so überaus anhänglich. Katze, geh runter. Weißt du, den ganzen Tag geht sie mir, guckt sie mir mit dem Arsch nicht an. Aber sobald ich hier sitze, ist Highlife in Tüten. Ja, ich glaube auch. So, pass auf. Bei den Maya-Höhlen waren wir von der Quest aus. Wir gehen mal hier hin. Und gucken mal da oben, ob da noch irgendwas Höhliges ist. Weil ich weiß noch von einer Höhle, in der wir waren. Hallo? Was geht ab?
Offensichtlich nicht. Ich habe auch nichts bekommen. Mach mal Refresh. Ich guck grad mal in. Nö. Achso, die Benachrichtigung meinst du? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich check die Bots da auch nicht. Also das ist... Das ist alles immer so ein bisschen... Nee, ich weiß auch nicht. Ich kann ja nicht jedes Mal schreiben, wenn ich online komme. Das ist ja dann auch ein bisschen... Der pfeifende... Ach, hier, der pfeifende Wald. Guck mal, da waren wir doch letztens schon mal. Also, da habe ich doch... Da ist doch ein Clip entstanden. Ich erinnere mich. Oh Gott, oh Gott, hier kann man kreuz und quer gehen. Ach du heilige Klamotte. I'll make this quick. Let in the hunt. Ja, nur ohne Gerhard. Das ist halt auch echt assi, ne? Dass der immer abhaut, der Lump. Och Katze, ich sehe doch wieder nix. Katze, ernsthaft, geh weg. Ich hab dich ja echt lieb, ne? Aber nur wenn du mir nicht auf den Sack gehst. Och meine Güte. Ein Bund Heiltraum. Ja, ich hab ja schon was, ne? Also ich habe ja schon mir eigentlich schon was ausgesucht. Es sei denn, ach so, für deinen Wunsch. Jetzt habe ich's. Out of my way. The battle is truly joy. I will cut you down. A tempest of fire shall rain. Ich dachte eigentlich, der steht schon fest bei dir. Let the hunt begin. Ja. Ich höre. Ja, ich würde sagen, bis einschließlich PlayStation 2 Ära. PlayStation 2, Xbox One.
GameCube. Was ja dem eigentlich gleichkommt. Ja, klar, alles vorher. Wenn du sagst, du willst E.T. Für C64 auch. Oh, ich hab gar keine MP mehr. Lol. Let's try this. Letting the hunt begin. The battle is truly. With each battle, I grow stronger. Hättest du da auch Ideen, oder was? Lol. Jetzt kommt er hier nachher mit Zack McCracken um die Ecke. Oh, Silberschwert? Ah, nicht besser, okay. Aber ich warte mal, wer denn noch... Das ist gut. Zack McCracken habe ich sogar komplett in Box. Also nicht hier leider, aber bei Mutti auf dem Prival. Come on, I've got better things to do. How about you? Auch geil. Durch Maniac Mansion bin ich überhaupt erst zum Zocken gekommen. Das war der Einstieg für Gerste zum Zocken. Das hat mein Onkel damals immer gespielt und dann habe ich immer zugeguckt. Oh, auch geil. Loom ist auch mega. Überhaupt die ganzen LucasArts-Dinger. Oh, Katze, ey, du gehst mir heute wieder so tierisch auf den Piss. Geh mit Gott, aber geh. Mein Gott, ey. Kann doch nicht sein. Mein Turn. Schlimm, oder? Das wird einem da erstmal bewusst. Tschüss. With each battle, I grow stronger. Okay. Oh, N64 habe ich gar keinen Plan, was du da meinen könntest. Weil ich gehe mal nicht davon aus, dass du Zelda meinst, oder? Also du brauchst es nicht verraten, ne? Das ist klar. Oh Gott. Uff. Boah, das ist heftig. 100% Wunsch ist halt krass, ne? Weil wenn du denn irgendwas nimmst, was so ultra krass viel irgendwie... Was ist hier denn? Was ist so... Obwohl, so Banjo und Kazooie wäre okay. 100%.
Was ist hier? Hier ist nichts im pfeifenden Wald. I'll make this quick. The battle is truly. Aber wenn ich zum Beispiel. Oh, nee. Nicht, dass du mit Donkey Kong 64 100% kommst. Das rast dich aus. I will cut you down. Das ist ja, glaube ich, mit das schlimmste 100% Spiel überhaupt. Eigentlich zwei Spiele? Oh, guck mal, wie gut gegessen. Ach so, okay. Ja, das ist halt schwierig, ne? Weil wenn ich mich denn wirklich committe und ich dann nachher so gefrustet bin, das ist dann auch scheiße, wenn es halt hart ist auf 100%. Oh, Blastkopf. Oh, au. Oh, beide fies, aber beide geil. Blastkopf habe ich auch geliebt damals. Blastkopf war immer eines meiner Lieblingsgames. Das musste ich auch immer irgendwie verteidigen. Da haben alle mal gesagt, was für Schrott. Und ich hab's geliebt. Aber beide krass, 100%. Aber ich bin der Meinung so, ich habe damals beide auf 100% gemacht. Oh Gott, dieses eine Scheißfahrzeug, wo du im Drift machen musstest. Das war so schrottig, ey. Na komm, dann nimm den raus. Schafft er nicht mal. Not bad. A passing. So, okay. War das jetzt die Höhle? Gibt's hier nicht mehr? Ja, das hast du ja mit Final Fantasy X hast du es ja übelst hingekriegt. Deswegen spielen wir überhaupt das hier erst. Ich glaube, sonst hätte ich meine RPG-Liebe gar nicht so wiederentdeckt. Was ist hier denn? Ja, aber ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel, ne? Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Ach, hier pfeifender Wald. Was ist hier oben? Raureifgrotte. Wieso ist da so ein Schimmer über? Was heißt das? Achso, das ist nur, weil ich da mit der Maus drüber, mit dem Cursor drüber bin. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Ja, ich glaube, hier waren wir ja letztes Mal schon. Dann gehen wir jetzt hier mal nach Swaki ins Waldland. Da können wir noch ein bisschen klauen und den ganzen Stuff machen. Und dann gucken wir mal da oben hin gleich. Das Ding ist, ich habe mittlerweile schon. Ich bin am Überlegen, ob ich das so mache, dass ich mir eine Liste mache mit allen RPGs, die ich noch zocken möchte. Und dann das so RNG-mäßig quasi in eine Excel-Liste, so mit 1 bis keine Ahnung wie viel. Und dann, wenn ich eins durchhaben sollte, einfach so Glücksrad-mäßig dann ziehen lassen. Monsterbändiger gehört in diesem Dorf liegen. Ich würde mehr über die Monsterbändiger erfahren, weiß ich noch nicht, an wen ich mich. Achso, warte mal, müssen wir ihn.
vielleicht so machen. Let us begin. What next? Missed me. Let the hunt begin. Ja, dass man dann halt so eine Liste hat. Mit den ganzen Spielen und dann sagt so jetzt hier, lassen wir einmal durchlaufen. Jetzt ist Nummer 12 dran, das ist Grandia 2. Dann haben wir Grandia 2 durch, dann wird die Liste... Okay, was? Bin mir sicher, ob es das ist, was er wollte. Toll. Wenn wir das dann durch haben, dann wird wieder gezogen und dann... Ahnenreihe Familie Byron. Ein Historiker, der sich mit der gründlichen Erforschung der Adelsfamilien beschäftigt, mit ihren Ursprüngen und ihren Stammbäumen. Ich hab da momentan übelst Bock drauf, ohne Scheiß. Momentan ist es genau das, was ich machen möchte. Ich finde, dass ich schon lange genug Lehrling bin. Es wird Zeit, dass ich das Jägerritual vollziehe. Aber ein Mann ist kein echter Jäger, solange er keine großen Keile erlegt hat. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich das allzu bald schaffe. Euer Wissen teilen. Hallo. Hallo. Das ist also der große Keiler, hm? Ein faszinierendes Tier, keine Frage. Wartet, wenn ich mein Hirn einschalte und mich kundig mache, kann ich vielleicht selbst einen jagen. Du musst deine Beute kennen. Jetzt leuchtet mir ein, was die Alten mit diesem Geschwafel meinen. Danke, dass ihr mir die Augen geöffnet habt. Ordentliche Nebenquests, die wir hier abschließen können. Cool. Ein verborgenes Objekt, nice. Ich würde gerne meinen Mann besuchen, er arbeitet in Felsfall, aber der Weg dorthin führt durch einen gefährlichen Wald und ich habe Angst, alleine zu gehen. Wenn ich doch nur jemanden finden könnte, der mich begleitet. Ja, chillig, machen wir gleich. Erstmal beklauen wir sie nochmal. Oh Gott, sau lange her. Sau lange her und kaum Erinnerung ans Late Game. Kontinente, yo. Aber davor. Danach. Ach da. Aber nach den Kontinenten nicht mehr viel Erinnerung. Cool, fände ich geil. Wie man einen Tiger zähmt. Aber das können ja auch alles Infos sein. Ach so, warte mal, ist das vielleicht die Info, die ich ihm hätte geben müssen? Aus der Stadt rausgeht, dann müsste er wieder stehen. Hoffe ich. Ich werde ihn ja nicht für immer platt gemacht haben. Nee, ist doch nicht das, was er wollte. Habe ich den denn schon... Dieser leidenschaftliche junge Mann ist zwar kein echter Forscher, aber dennoch ins Waldland gereist, um die Legenden der Bestienzähmer kennenzulernen.
weiß ich erstmal noch nicht, was wir mit ihm machen. So, und sie wollte jetzt mit nach Felsfall, war das richtig? Majora's Mask habe ich noch nie durchgespielt. Also noch nie selber durchgespielt. Ich habe damals einen Kollegen gehabt, mit dem haben wir immer... dem haben wir alle möglichen Zelda-Spiele gespielt. Aber selber durchgespielt habe ich es noch nie. Wo ist Felsfall? Hello to you. Ach so, jetzt haben wir. Eine überquerende Brücke fiel mir mein kostbares Ei aus der Hand. Ihr habt es nicht gesehen, oder? Ach so, guck mal, doch, das haben wir. Nice. Alright. Mein Ei, oh den Göttern sei Dank, es hat nicht einmal einen Sprung. Ist es nicht wunderbar? Wisst ihr, ich hatte einen sehr seltsamen Traum. Mir erschien eine Drachendame und sie sprach zu mir. Das war komisch, obwohl der Drache so riesig war, hatte ich überhaupt keine Angst. Er sprach wie ein wie eine hochwohlgeborene Dame, sehr fein, und mir war klar, dass er auch klug war. Die Drachendame erklärte, sie wolle mir ein Ei anvertrauen. Nun, das war natürlich nur ein Traum, aber alles kam mir so wirklich vor. Daher ging ich zu dem Ort, von dem die Drachendame mir erzählt hatte, und bei meiner Ehre, dort lag ein riesiges Ei. Tja, nachdem ich dorthin geschickt worden war, musste ich natürlich auch gut darauf aufpassen. Die Drachendame erzählte mir auch noch etwas anderes. Ich hörte, dass die Drachen früher alle klug waren und damals oft mit Menschen sprachen. Aber heute gibt es kaum noch weise Drachen auf der Welt. Also muss ich dieses Drachenküken großziehen, wenn es schlüpft, und ihm die menschliche Sprache beibringen. In Kammbruch lebt ein Mann, der alles über Eier weiß. Angeblich hat er schon alles ausgebrütet, von Spinnen bis hin zu Greifvögeln. Dort will ich hin, wenn mir jemand beim Ausbrüten helfen kann, dann er. Wie auch immer, ich muss jetzt los. Vielen Dank, dass ihr mein Ei zurückgebracht habt. Ja, guck mal, wieder eine Nebenquest erledigt. Oh, ich heiße Kaya. Solltet ihr jemals etwas brauchen, dann lasst es mich wissen. Ich könnte Drachen gebrauchen, um ehrlich zu sein. Ah, nein, 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 nein. Wir suchen ja immer noch den Typen von ihr. Das ist eine alte Frau. Das ist ein Typ. Ach, guck an. Mein Geliebter. Hey. Meine Liebste, es geht dir gut. Aber warum hast du die Reise riskiert, meine Liebe? Nur noch ein paar Wochen und meine Arbeit hier wäre erledigt gewesen. Verzeih mir, aber ich habe ein Geschenk für dich und konnte einfach nicht mehr warten. Ein paar Schuhe, Sapperlord, die sind federleicht, aber zugleich robust und stabil. Ich habe sie extra beim Schuster anfertigen lassen. Ich dachte, sie könnten bei deiner Arbeit hilfreich sein. Ich wusste, sie würden dir gefallen und ich konnte es nicht erwarten, sie dir zu geben. Du erfüllst mein Herz mit Freude, Liebste, und dich gesund und munter zu sehen, ist die größte Freude überhaupt. Sapperlord, echt, ne? Ich auch gerade gedacht. Vielen Dank für das Geschenk, die sind genau richtig. Nächste Nebenquest abgeschlossen. Alter Schwede, ey. Magische Nuss, kritische Nuss. Wir müssen mal langsam anfangen. Nein, 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 nein. Wo ist hier das Haus? Braucht mein Dieb wieder. Dieb, dieb, dieb. Dieb, 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 dieb. Dieb, 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 dieb. Unten?
Nein. So, gut, dann gehen wir hier ein bisschen. Revolutionäres Schwert. Alter, wir klauen uns hier aber auch echt ordentlich was zusammen, ne? So, warte mal, wir können ja gleich... Das machen wir aber, wenn wir hier durch sind. Das haben wir schon. Haben wir auch schon. Wollt ihr euch einer Diebesbande anschließen? Naja, das hatte ich mir gedacht. Die Sache ist die Räuberei ist für meinen Geschmack zu anstrengend. Daher möchte ich die Bande verlassen. Doch zuerst muss ich einen Ersatz für mich finden. Das ist eine der Regeln von Marthas Bande. Ihr werdet überrascht, wenn ihr wüsstet, wie schwierig es heutzutage ist, verlässliche Gesetzlose zu finden. Okay, das heißt, wir brauchen irgendjemanden, der ein Dieb werden will. Dieses Mitglied von Marthas Bande ist sehr bewandert in der Kunst des Stehlens und beraubt mit seinen Kameraden die reichen Landbesitzer und gierigen Adligen, welche die Armen und Bedürftigen ihrerseits ausgebeutet haben, wenn auch mit Hilfe von gesellschaftlich anerkannten Mitteln. Leute. Okay, wir müssen einen Dieb finden. Ich glaube, wir machen heute nicht mehr viel anderes, als hier durch die Städte ziehen und Nebenquests machen. Finde ich aber irgendwie cool. Katze, please. Das ist mir so hart auf den Sack heute. Nee. Setz dich da doch einfach mal hin. Was ist denn mit dir? Es geht ein unheimliches Gerücht um, das ich kaum glauben kann. Die Leute aus dem Elendsviertel sollen einen Aufstand gegen die Hochgeborenen planen. Die Kollegen von der Garnison erzählen, dass sie ganze Wagenladungen von Waffen beschlagnahmt haben. Da ist der Controller nicht mitgefallen, heißt. Bei dem Gedanken friert mir das Blut in den Adern. Ich frage mich, was der Fürst jetzt unternehmen wird. Ach, guck mal. Ja, gut. Ey! Gott, Katze! Please! Ist das so? Ihr habt alle Waffen der Armen beschlagnahmt und sie besitzen nicht eine Klinge mehr? Oh, das ist ja eigentlich voll arschig, ne? Die Götter seien euch gnädig. Das ist eine großartige Tat, wenn es denn wahr ist. Da sie nun keine Waffen mehr haben, müssen wir uns nicht mehr vor dem Volk und seinen Aufstandsplänen fürchten. Ist ja eigentlich schon ein bisschen arschig, dass wir es gemacht haben, ne? Um ehrlich zu sein, war ich früher einer von ihnen, bis der Fürst mich vor einem Leben auf der Straße bewahrte. Ja, die Adligen haben mehr Geld als wir, aber sie sind gerecht und gütig und misshandeln niemanden. Es ist für beide Seiten von Vorteil, wenn es uns gelingt, miteinander zu reden. Das ist besser, als einen Krieg anzuzetteln, der alle nur noch ärmer machen würde. Wir stehen tief in eurer Schuld. Jo, nice. Okay, ja, dann haben wir hier, glaube ich, alle jetzt einmal beraubt. Das heißt, wir können wieder nach... Nee, wir können ja eigentlich eine weitergehen, ne? Eigentlich nach Clara. Was suchen wir denn noch? Wir suchen noch einen Dieb, also einen, der Dieb werden möchte.
Das lassen wir lieber. Ich hab auch wieder 5000 zu bezahlen. Viel zu doll. Ja, hier wird natürlich nicht mehr viel sein, weil wir hier schon mit der Fähigkeit waren. Sagte er und fand Sachen. Warte, aber was wir mal machen können, ist Ausrüstung. Was denn? So, dann verkaufen wir gleich mal Stuff. Und gönnen uns mal richtig hart. So, was war hier? Zwillingsfälle. Da können wir auch noch mal rein, ne? Waren wir in den Aashöhlen? Nee, ne? Waren wir in den Aashöhlen? Ich glaube nicht. So, wo ist hier ein Waffenladen? Unten wahrscheinlich, ne? Lol. Hä, was ist das denn geändert? Achso, der Treffeler. Nö, irgendwie nicht. Dann gucken wir nochmal. Warte mal, was fehlt uns denn? Wir haben 200 kritische Ohrringe, das ist gut. Erleuchtend ist gut. Das ist gut. Sie hat noch keinen zweiten. Du, alles gut. Ich bin da ja nicht so, ne? Kann.
Achso, ich wollte ja gucken, was es hier für Waffen gibt. Nicht wirklich was Besseres, ne? Waffentechnisch? Aber wie doll, dass es nie angezeigt wird, oder? Nee, geht. Ich find's krass. Ich hätte zumindest gedacht, dass ich dann eine Benachrichtigung bekomme. Aber, naja. Twitch wird schon wissen, was es macht. So, wo wollen wir jetzt hin? Wir sind da. Das heißt, wir wollen nach Süden. Aber nicht so nach Süden. Ja, oder Andi? Out of my way. Geht es nicht generell Mods hier? Meine ich. Also. Editoren? Ach, shit. Ach, guck. What is the logical course of action? Oh, flames. Ja, aber das seid ihr doch beide, oder nicht, Editor? Out of my way. Ach so, okay. Na gut, dann nicht. Hab ich immer gedacht. Ich hab immer gedacht, ihr habt beide die gleichen Rechte. Aber das können wir nochmal einstellen sonst. Oh, not bad. Ein bisschen Rückenschmerzen heute, ne? So, nee. Oh, Katzentier. Ja, stimmt, sieht man ja auch oben. 28. 28 Stück davon. Jäger war lang nicht mehr da. Schade eigentlich. Is truly joined. What is the logical course of action? A great inferno the land. Out of my way. And that's that. Dahin? Aashöhlen, Gefahrenstufe 20. Uff. Aber das heißt auch, was Gutes hier. Gibt hier garantiert gutes Gear. Harte Nuss. Das ist wieder eine harte Nuss. Can't we settle this like gentlemen?
Letting my arrow fly in true. Ach, Leute. Ihr seid mir schon bekloppt. My turn. Victory shall be mine. Ach, Mann. Katze, geh. Das ist jetzt ein schwerer Kampf hier. Oh, was? Das ist doch ein bisschen. vielleicht doch ein bisschen krass hier. I will cut you down. What is the logical course of action? Shit. Ja, moin. Boah, alter Finne, ey, was zum Henker. How about this? Let's try this. Ja, lol, vielleicht ist die Höhle doch ein bisschen krass. Ja, das macht Andi ja auch nicht. Der hat auch seine, weiß ich nicht, wie viele Stunden, Wochen, das ist ja ekelhaft schon. Ja, komm, ich kann das eh knicken. Und tot. So much to learn. Okay, die Höhle können wir knicken.
Jan. Beide wieder auf Entspannung und dann ist gut. Du meintest ja beide nicht ernst. Siehste. So. Harmonie. Wie war das, als Ernie im Büro diesen komischen Raumduft versprüht hat? Was hat er da gesagt? Das ist Harmonie, du Arschloch. Als einer fragte, was das ist. So nämlich. So, aber jetzt mal zur Harmonie. Warte mal, wo wollen wir denn hin? Gucken wir uns mal da oben die Höhle an. Da waren wir offensichtlich gerade zu schwach. Obwohl, nee, warte mal. Ich habe noch mal eine andere Idee. Wir gehen noch mal auf die Weltkarte. Wir gehen noch mal in die letzte Stadt. Love is in the air. Ja, Mann. Was ist das für eine Höhle? Da will ich hin. Da gehen wir von Pflastersteen hin. Nee. Wo geht's denn hier raus? Katze, du nervst! Bitte geh weg! Bitte geh weiter, leg dich auf die Fensterbank, guck Vögel an oder sonst was. Sogar noch eine Kiste. Da ist auch noch eine Kiste. Ja, lol. Da ist noch eine Kiste und da ist eine Höhle. Auch Level 20. Alter, warum ist denn das alles so High-Level-Kram hier gerade? Ich glaube, wir müssen gleich mal ein bisschen Gear shoppen gehen. Oh, 6000. Das ist natürlich nett. Das schmeckt. Da gehen wir nur direkt zum Speicherpunkt wieder zurück. Was haben wir denn jetzt eigentlich an Kohle? 59.000. Könnte sich schon was Gutes verkaufen lassen. Dunkelschaden ist halt auch wieder assi, ne? Okay, das ist gut. Kommen, if thou darest. Nice. An interesting dilemma. Smite them down. Miss it to me. What is the logical course of action? All night. Smite them down. My turn. The battle is truly joy. Letting the hunt begin. Tschüss. Wir müssen auch noch die ganzen Nüsse verteilen. Das könnte auch noch so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Was machen wir jetzt mal? Inventar. Oh, Katze, please, please, please. Was ist mit dir los heute? Du gehst mir so auf den Pinsel gerade, echt.
Leg dich doch einfach hin. Erhöht Max FP. Max FP ist natürlich stark für die physische Angriff. Sollten wir alles auf unseren Charme machen. Oder zumindest erstmal ein. Was haben wir noch? Hartnuss. Verteidigung. Auch auf unseren Charme. Elementaren Angriff auf jeden Fall Cyrus. Widerstandslos, elementare Verteidigung auch gerne auf unseren. Genauigkeit. Anit. Was haben wir noch? Glitchy Genuss, ausweichen. Kritische Trefferquote auch auf uns. Und eine kriegt Cyrus. Was haben wir? Leichte Nuss, erhöht Tempo. Max GP. Den geben wir nochmal Max GP. Braucht eigentlich so gerade keine, ne? Belebende. Max FP. Das sind auch nur drei im Endeffekt, okay. So. So, nahrhafte Nuss, dann haben wir von jeder Nuss noch eine da. Weiter in der Höhle. Schwerer Bogen, guck an. Uff. Ja, bitte. Nehmen wir. This is the beginning of your end. Alter, was sind das für Totenköpfe hier? My turn. What next? Auch nicht. How about you? Das, okay. An interesting dilemma. A tempest of ice shall rain. Gucken, was wir hier leveln können. Ob wir hier noch ein bisschen Level-Ups kriegen. Hat eigentlich schon wieder einer eine Fertigkeit frei? Nö. Wir brauchen alle 3000 jetzt für die letzte, ne? Bis auf unser Dieb, aber die hat er auch fast. Was ist das denn hier? Kann man eigentlich sagen, in welcher Stadt es das beste Gear gibt? Das ist ja nicht zwangsläufig die letzte Stadt, in der wir waren. Let us fight with honor. Now then. Ja, ja, genau. Okay.
Ja, in irgendeiner Stadt hatten wir das ja auch schon, da hieß es denn. Bestand hat sich verbessert und war dann halt auch so. Nee, das war halt eben auch meine Idee. Eine erste Stadt gibt's ja tatsächlich nicht. Deswegen gucken wir gleich mal. Vielleicht. Ich habe halt keinen Bock auf Save und Reload-Kram und möchte halt ungern jetzt in eine Stadt gehen und mir Sachen kaufen. Nur dass ich nachher in der zweiten Stadt, die ich gehe, dann irgendwie für, keine Ahnung, den gleichen Preis oder ein bisschen teurer dann eine bessere Waffe finde. So, das würde mich dann halt schon irgendwie ärgern. Katze, bitte, sei nicht so. Naja. Ja, dann müssen wir das Risiko gleich eingehen, dann nützt das alles nichts. Dann tingeln wir gleich nochmal einmal kurz durch die Städte. Standest du gegen mich? Dann be hunted. Letting my arrow fly in true. Oh, nice. Yes. Shall be mine. Nein. Das wollen wir machen. I will cut you down. Out of my way. Not bad. A passing. Oh, nice. Ah, dann hast du noch ordentlich gegrindet, wa? Dass du jetzt schon so weit bist, übers Gear wahrscheinlich viel, ne? Mit welchem Level bist du in Kapitel 2 gegangen? Oder hast du deine ersten Kapitel 2 gemacht? Na. Ich habe ja auch so viel Stuff jetzt, den ich eigentlich noch verkaufen kann. Das wäre mir eigentlich gut Kohle auf jeden Fall. Ja, okay, dann kommt das ja in etwa mit dem hin, wo ich aktuell bin. Letting the hunt begin. Death! The battle is truly joy. Oh, come on. Mercy, witchery. I will not be thy prey. Now, what next? Oh, flames, rage, wrong. I will cut you down. Shit. Ja, das ist natürlich dämlich eigentlich. Out of my way. Ich muss einen rausnehmen. Wo Bestien wissen, kann ja eigentlich nicht schlimm sein. Ja, gut, dann haben wir einen ganz rausgenommen. Out of my way. Peace.
Here. Reiß sie zusammen. Have at you. My blade is unbending. Einfach Damage. Gut. What's this now? Ist auch so. Ist auch gerade Leben am Limit hier. Vor allem, weil das halt eigentlich echt eine krasse Höhle ist. Oh, ich Dummkopf! Wieso hat er das denn auf den gemacht? Have at you. I will cut you down. Out of my way. What's this now? All like fight them down. You should have studied harder. Jetzt alles hier? Ja, ne? Ja, wahrscheinlich gibt es hier noch mehr, aber das haben wir jetzt ja nicht. Also das finden wir jetzt ja nicht. Level 27. Welches wäre denn das nächste Kapitel, was wir machen? 22, 21 hier oben. Von Primrose. 22, 24. 23, okay, dann wird es als nächstes da oben hingehen. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt nochmal einmal. Dann können wir auf dem Weg auch die Höhle noch mitnehmen, die Rauhreifgrotte. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal nach Sonnenschaft. Wir machen jetzt nochmal einmal ein kleines Durchtingeln durch die einzelnen Shops. Und gucken mal, was es noch für Gear gibt, das, was wir uns holen können. Was wir auch noch verkaufen können, wir haben noch zahlreiches Stuff. Guck mal, was haben wir denn hier Schönes? Den Bogen können wir noch verscheuern. Auch die ganzen... Guck mal, das ist ja, das brauchen wir eigentlich alles gar nicht, ne? So viele davon. Aber davon... Achso, da haben wir nur einen. Wie werden wir die ja ewig wiederfinden? Ja gut, die bringen ja auch nichts, ne? Ja gut, das bringt auch alles nichts. Ja, ich hab schon... Wir sind jetzt einmal alle Städte durch. Okay, vielleicht hier noch nicht. Verifizieren. Nee. Ja, habe ich auch. Also ich habe schon ganz gute Dinger. Habe natürlich nicht alles geklaut. Also ich habe jetzt nicht nur das, was so irgendwie in meiner Range ist, ne? Ach, guck mal, hä? Rühr mich nicht an. Auf Begleitung von einem wie dir kann ich verzichten. Hä? Nur nicht so schüchtern, Liebes. Ich zeige dir einen Ort, an dem ich dich auf Wolken bette. Wo ich hingehe, bestimme ich selbst. Vielen Dank. Jetzt lass mich los. Hä? Ich sagte, lass mich. Zeig mir, was du hast. Okay. Verborgenes Objekt nehmen wir. Was immer es sein mag.
Den Typen einfach umkloppen mit Olbrich oder was? Moment. Ach nee, ist ja egal. Ich sterbe ja nicht dabei. Es war eben auch mein Gedanke. Ein Tu nicht gut. Ein Tu nicht gut. It's a good day for battle. Victory shall be mine. Now then. Have at you. Victory shall be mine. My blade is unbending. Watch my blade dance. Lol. Have at you. Ja, okay, gut, der Dude kann ja gar nichts. My blade is unbending. Watch my blade. Tschüss, Kollege. The thrill of the fight. Ist so. Nix kann er. Verdammt nochmal, das werde ich auf keinen Fall vergessen. Besser ist das, ne? Hab vielen Dank. Dieser Mann wollte einfach kein Nein akzeptieren. Ein Nein heißt Nein. Nur weil ich hörte, dass die Menschen an diesem Ort ihr Vergnügen suchen, kam ich hierher. Unternehmen die vornehmen Häuser denn gar nichts, um die öffentliche Ordnung sicherzustellen? So, Leute, den Schatz habe ich am Anfang gar nicht geschnallt. Wie soll ein Mädchen sich hier wohlfühlen, wenn es nicht einmal auf der Straße sicher ist? Wüstlinge wie dieser Mann gehören weggesperrt. Ach, verzeih mich, ich bin ein wenig abgeschweift. Wer ich bin, möchtest du wissen? Tja, nun, das ist etwas... Ich bin, auf einer Reise, würde ich sagen. Ich heiße Ria, nenn mich einfach Ria. Wo war der Typ, der seine Freundin namens Ria gesucht hat? Wie auch immer, für die Hilfe, die du einer Fremden wie mir hast zuteil werden lassen, werde ich für immer dankbar sein. Zumindest hat mir diese Reise gezeigt, dass es auch noch gute Menschen auf der Welt gibt. Und jetzt muss ich mich verabschieden. Ich hoffe, deine Reise wird dir Freude bringen. Den finden wir gleich noch. Den werden wir gleich noch finden. Ist der nicht sogar in der ersten Stadt? Ich glaube, der ist in der ersten, also in Olbrichs Stadt. Tatsächlich hier noch nicht geklaut? Krass, ey. Ja, komm. Siehst du, klappt auch. Doch schon geklaut. Ach komm. Niemand sieht mir beim Tanzen zu. Ich kann einfach keine Aufmerksamkeit erregen. So macht Tanzen einfach nur traurig. Vielleicht wird es Zeit, dass ich meine Tanzschuhe an den Nagel hänge. Doch vorher möchte ich ein letztes Mal auf dieser Bühne meine Anmut beweisen. Ach, guck hier. Oh. Was ist denn das? Dieses Kleid, es ist wunderschön. Es ist einfach atemberaubend.
Sieht so aus wie das Kleid dieser großartigen Tänzerin, zu der ich immer aufgeschaut habe. Ein wehmütiger Gedanke. Nachdem ich zum ersten Mal in diesem Wirtshaus war, arbeitete ich verzweifelt daran, so tanzen zu können wie sie. Alles andere war schrecklich. Ist so. Aber das Tanzen, das hat mir immer gefallen. Ich tanze jetzt schon so viele Jahre und frage mich noch immer, ob ich auch nur annähernd so gut werden kann wie sie. Ein Traum hat sich erfüllt, dieses Kleid zu tragen, das dem ihren so ähnelt, und auf derselben Bühne zu tanzen. Es ist wohl Zeit für meinen letzten Auftritt. Vielen Dank. Gerne. Windamulett? Verringert erlittenen Windschaden. Okay, das ist aber auch ekelhaft spezifisch, ne? So, gucken wir mal. Durchbohrender Dolch, der ist auf jeden Fall schon mal stärker für ihn. Ja, stimmt, weiß ich gar nicht. Stimmt, der Schmierlappen ist weg. Guck mal, die heilige Tiara. Macht die irgendwas schlechter? Nee, die ist bei allen besser, ne? Dann holen wir uns die viermal. Oder... Ich würde tatsächlich gerne mit dem Team so... Aber warum will ich den Dieb dabei haben? Eigentlich ergibt es keinen Sinn, dass ich den Dieb dabei habe. Eigentlich ist das, was du vorhin sagtest, schon echt schlau, jemanden mit Heal dabei zu haben. Der Apotheker gefällt mir eigentlich nicht. Dementsprechend würde ich tatsächlich auf... Ich würde halt gerne die Jägerin behalten, weil die halt ultra flexibel ist mit ihren Angriffen. Cyrus sowieso wegen Magic, Olberic als Kämpfer und dann haben wir halt eigentlich nur Therion frei. Die würde ich halt in den Städten immer benutzen für den ganzen Krams. Oh, was ist hier? Was? Ja, das wird halt einiges einfacher machen, wenn ich die Zweitberufe habe. So, warte mal, wen muss ich? Ordnungshüter, okay. Gehen wir mal zum Türsteher und fordern den mal raus. Das war der, ne? Cheers, mate. Cheers, mate. Tschüss, Mate. Lol. Let us fight with honor. Now then. Tschüss. Out of my way. Lol. The thrill of the fight. Oh, egal. Hab ich dem auf jeden Fall mal eine verpoolt. Aber das war doch nicht der auf der anderen Seite, oder? Dass hier drin noch ein Türsteher? Der Dude? Ja, das ist ja der Wirt. Ach, betrunkener Türsteher. Ja, lol. Uff. Wir gehen erstmal nochmal einmal klauen drin. Okay, haben wir schon? Aber hier sind wir schon durchgelaufen. Ne, ja, komm. Dann holen wir uns jetzt nochmal Ophelia, glaube ich, ins Team, ne? Das ist aber die Händlerin? Naja, dann holen wir uns Ophelia ins Team.
für Lena. Was geht ab? Wie geht's dir? Ja, machen wir so, komm. Und dann probieren wir mal den Dude einmal wegzusmacken. Das könnte schwierig werden. Let us fight with honor. Have at you. Och, lol. Zu betrunken, um sich zu bewegen. Nice. Out of my way. The battle is... Victory shall be... The battle is truly joined. How about this? Oh Gott. Na, dann genieß ihn. Dann genieß jetzt den Feierabend und lass dich von Andy pflegen. The battle is unbending. I shall pierce you through. The battle is truly joined. Out of my way. Ja, ist nicht mehr lang hin, ne? Victory shall be mine. Victory shall be mine. Vielen, vielen Dank. Und guten Appetit. Was gibt's Leckeres bei euch? Have at you. How about this? Ja, krass, the ey. Battle is truly joy. Have a fight is unbending. Now then, how about this? Now then, the battle is truly. Victory shall be mine. How about this? Ja, damit habe ich doch gerechnet. Oh. Now then. My fate is unvented. I shall pierce you through. Oh, steckt auch gut, ganz gut was ein, ne? Now then. Have at you. The battle is truly joined. Okay, das wird dämlich, aber wir machen es. Now then. How about this? The battle. Ah, siehste mal. So nämlich. Und schon Level 23. Seit wann ist mein Arm so langsam? Bin ich wirklich so sehr außer Übung? Tja, so geht das nicht weiter. Ich muss wieder mehr üben. Genau. Puh, trotzdem war es ein guter Kampf. Der erste ordentliche Kampf seit langer Zeit. Excellent well. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch so gut schlagen würdet. Dieser Schwertkämpfer ist eine Berühmtheit hier in der Wüste. Deshalb habe ich ihn als Wächter für meinen Laden angeheuert. Sein Ruf eilt ihm voraus. Niemand hat je gewagt, ihn zum Kampf herauszufordern. Tja, vor lauter Langeweile hat er dann mit dem Trinken begonnen. Aber sieh dich jetzt mal an, du bist wieder ganz der Alte. Thank you. Diesen Anstoß hat er wohl gebraucht, vielen Dank. So nämlich.
Nüchtern hätte ich euch kaum erkannt. Ich rühre keinen Tropfen mehr von dem Zeug an. Ab sofort wird mich nur noch dem Wachdienst. So, und da haben wir eine gute Tat getan heute wieder. Hervorragend, Freunde. Das nix ist. So, und an der Stelle gebe ich einmal kurz in die Pause. Und wir machen gleich weiter. Suchen uns Gear und gehen mal Richtung, grob Richtung zweites Kapitel. Mal gucken, ob wir da heute noch irgendwo ankommen in irgendeinem zweiten Kapitel. Aber das sehen wir gleich.